Okay, jetzt kommen die Stopper für die X bzw. Y, also für die lange Achse beim Start, also beim Anfang von der Achse. Es sind auf beiden Seiten jeweils ein Gummipuffer mit so einem Stopper. Und da brauchen wir einmal die beiden Teile hier. Die beiden Teile und die beiden Teile. Die schneide ich jetzt mal raus, tue sie in Graten zusammenstecken und verschweißen. Die beiden Achsanschläge habe ich jetzt zusammengeschweißt und auch nochmal über die Schweißstellen drüber geschliffen. Was mir auch aufgefallen ist, zum Beispiel das Loch ist nicht wirklich mittig, genauso bei dem hier, und auch die Teile haben nicht so toll zusammenpasst. Also ich vermute mal, dass denen in der oberen Ecke hier das Blech ein bisschen verrutscht ist. Ich habe jetzt mal die anderen Teile grob ein bisschen kontrolliert. Also hier sieht man auch irgendwie einen leichten Versatz. Das sollte eigentlich eine gerade Linie sein. Hier drüben ist es dann wieder besser. Oder da merkt man nichts. Aber ich glaube, hier ist ein Quatsch passiert. Das sieht man hier auch, dass das Teil noch nicht ganz heraus ist. Das wird auf der Rückseite noch vom Zunder oder von der Schlacke zusammengehalten. Aber gucken wir mal, ob es dann noch ein Problem wird oder nicht. Ja, zu den Anschlägen oder zu den Stoppern. Da habe ich mir hier diese Gummistopper bestellt. Da kommt jetzt dann einfach eine Schraube hier durch. Dann eine Mutter drauf. Und ja, vielleicht auch noch eine längere Schraube, weiß ich noch nicht, je nachdem. Dann kann man da eben diesen Stopper draufschrauben. Und das Ganze kommt dann so seitlich an die Achse hin, auf beiden Seiten.